Zunächst mal möchte ich als guter Demokrat darauf hinweisen, dass Wahlen erst dann stattgefunden haben, wenn sie stattgefunden haben. Und dass es ein bisschen kühn und riskant ist, sich sicher zu sein, wie sie ausgehen. Da kann man sich, wie man ja an verschiedenen Stellen gesehen hat, zuletzt übrigens ja auch in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl auch sehr verschätzen. Also insofern, glaube ich, sollten wir jetzt erstmal das tun, was für uns alle gemeinsam richtig ist. Aufbauend auf die guten Jahrzehnte der transatlantischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa, zwischen den USA und Deutschland, alles dafür tun, dass es in den nächsten Jahrzehnten auch so ist. Es hat viele Regierungen gegeben, die diese Zusammenarbeit auf unterschiedliche Weise, aber am Ende doch immer wieder getragen und vorangebracht haben. Und es wird auch noch in den nächsten Jahrzehnten viele Regierungen geben, die das tun, diesseits und jenseits des Atlantiks. Und ansonsten ist es so, dass ich davon ausgehe, dass das, was wir als Staaten miteinander vereinbart haben, bei G7 zum Beispiel, im Rahmen unserer Gespräche, die wir jetzt zuletzt in Washington geführt haben, auch dabei bleibt, nämlich, dass die Ukraine die Unterstützung bekommt. Wir haben, die sie braucht.